Grüß euch, schönen Abend. Die letzte Woche auch schon dabei waren, die kennen mich schon. Mein Name ist Michael Klapp von der geschlechteregalitären Initiative Kinder brauchen beide Eltern. Und ich möchte euch jetzt einen Mann vorstellen, der für Kinderrechte eintritt, für Frieden. Danke übrigens an den Vorredner, an den Stefan Bartonek, der eigentlich schon eingeleitet hat, wie er über Männer gesprochen hat, über Väter, über Frauen und Mütter. Hier haben wir einen Mann, der steht für viele Männer, für viele Menschen, die verfolgt wurden nach dem Terrorismusparagrafen, ähnlich wie die Tierschützer. Er ist ein freier Journalist, ein Aufdecker, der unter anderem Recherchen durchgeführt hat mit versteckter Kamera in Jugendämtern, die wir schon letzte Woche angesprochen haben, in Gerichten, und der dadurch verfolgt worden ist, eben mit diesem Paragraph 278a, mit dem Terrorparagrafen. Die Folge waren Straßensperren, Verhaftung, ganz viele Geschichten, 4 Monate U-Haft, keine Anwälte zugelassen, Sicherheitsverwahrung, Stufe 3 von 4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann letztendlich noch der Versuch, ihn mittels Gutachten in die Psychiatrie einweisen zu lassen, ein sehr beliebtes Mittel bei unangenehmen Menschen. Jetzt letztendlich, in letzter Konsequenz, Freispruch, und jetzt übergebe ich an Kurt Essmann, bitte. Ich bedanke mich mal, dass ich bei euch sein kann. Es freut mich auch sehr, sehr viele junge Gesichter zu sehen. Ich habe vor einigen Tagen erst meinen 52. Geburtstag feiern können. Ich durfte ihn wieder in Freiheit feiern. Ich habe ihn mit meiner Tochter gefeiert, die lange Zeit gezittert hat, dass sie mich wieder sieht. Ich habe vor vielen Jahren begonnen mit diesen Themen, die ihr euch auch beginnt hier nun anzuschneiden. Sie sind sehr vielseitig, ich weiß. Es ist nicht nur eure Zukunft, um die es hier geht. Es ist nicht nur der Friede. Das finde ich übrigens sehr gut, dass hier das Thema Friede ist. Denn ein wesentlicher Bestandteil der Destabilisierung der Gesellschaft ist die Entzweiung. Die Entzweiung beginnt heute zwischen Mann und Frau in den Medien. Dafür möchte ich dem Vorredner danken in seiner Lesung, wenn ich das mal so anführen darf. Er hat das Thema Mann und Frau, dieser Zwist, der in unserer Gesellschaft geschürt wird, sehr gut, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ein weiterer Bereich, und da bin ich schon auf dem Punkt, also ich sage es immer mit etwas satirischer Form, ich habe die höchste Auszeichnung in diesem Land bekommen, den Terrorismusparagrafen. Ich denke, wenn ich nur ein Querulant oder ein geistig abnormer Rechtsbrecher, zu dem man mich stempeln wollte, wäre, dann hätte man mich ganz einfach nicht geachtet oder nicht beachtet. Man hat mir die höchste Auszeichnung gegeben. Das Schlimmste daran, dass ich kennenlernen musste, ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der mich zwar zuletzt, dafür danke ich auch diesen letzten Richtern, die den Mut hatten, mich freizusprechen, und auch meiner Vertretung, meiner Anwaltschaft, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dort, wenn man den Mund öffnet, noch dazu als Journalist, ich bin Gott sei Dank freier Journalist, ich arbeite für keine Pflichtmedien und auch nicht für die Medien, die wir alle kennen, die uns jeden Tag füttern, wo die Gerichte bereits schon einen Schritt weiter sind und sagen, wenn ihr man hat eine ganze Straße abgesperrt, obwohl ich im Prinzip bekannt bin, man hat auch gewusst, über was ich spreche. Ich habe im Internet gesprochen, ich hatte dann gegen Ende 2007, 2008 im Rahmen auch mit vielen meiner Kollegen, die heute zum Teil in Anstalten für abnorme Rechtsbrecher sind, zum Teil lange Verfahren hinter sich haben, habe ich dann zu viele Zuhörer bekommen, das hat natürlich nicht ganz gepasst. Wesentlicher Bestandteil war die Thematik, wenn Sie heute das Internet öffnen, dann lesen Sie immer wieder, dass in Österreich und auch in Deutschland ein sehr großer Kinderhandel, als dass es im Internet auch bezeichnet wird, existiert. Das heißt, im Rahmen dieser großen Trennungsindustrie, die wir haben, werden Kinder abgenommen, in Österreich an die 12.000 Kinder jährlich. Sie landen zum Teil in Heimen, sie werden zum Teil missbraucht, wie es immer wieder auch jetzt in den Tageszeitungen an die Öffentlichkeit dringt. Und in Deutschland 50.000, das ist ein europäisches Thema, nicht nur ein österreichisches. Die Relationen sind wir sehr stark in Österreich, und wie Sie wissen oder vielleicht immer wieder aus den Medien hören, das Wohle des Kindes,
Die Frage ist, was ist das Wohle des Kindes? Es kann also auch so hoch Konfliktpotenzial vorhanden sein kann, wäre eine Unterstützung in zivilisierten Ländern wie Österreich in erster Linie angebracht, dort Kinder in Familien betreut werden, nämlich in ihren eigenen Familien. Allerdings, wenn Sie etwas die Geschichte betrachten in der DDR, also im Kommunismus, warum nicht auch jetzt im Kapitalismus und auch die Form, warum Sie alle hier sind, dass wir eine Destabilisierung unserer Gesellschaft erfahren, dass wir gegeneinander aufgebracht werden, eben um von den Problemen oben abzulenken, so ist auch der Angriff gegen die Kinder bzw. die Abnahme der Kinder in Systemen ein geschichtliches Thema, das ist nichts Neues. Ich sage da immer meinen Satz, man muss die Geschichte nicht neu erfinden, sondern man könnte sie eventuell studieren, man kann sie lesen. Wir lernen sie zwar nicht mehr in der Schule, aber es gibt genug Literatur darüber, das Internet ist auch voll. Sie können das Thema Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, das ist nicht Kirche alleine, das sind 4%, 3%, 97% finden in staatlichen Heimen statt, weil hier die Kontrolle der Familie völlig außen wegbricht. Sie haben keine Einsicht in Akten, wie bei den Heimfällen, die groß in den Medien gebracht wurden. Sie haben keinen Zugang mehr, Sie können Ihr Kind während den Verfahren nicht mal besuchen, Anwälte bekommen keine Akteneinsichten. Es ist eine Unvorstellbarkeit, die in Österreich mittlerweile täglich verläuft und Kinder sind völlig hilflos, dass sich auch Erwachsene bekanntermaßen nicht zur Wehr setzen können, auch nicht mit Rechtsvertretungen. Das ich eingangs schon erwähnte, ein wesentliches Thema, um eine Gesellschaft zu destabilisieren, ist einfach der Zugriff auf die Kinder. Das erfolgt im Bildungsbereich, das beginnt in Schulen. Wir haben zwar heute ein neues System, es ist der Kapitalismus, der uns einerseits gut tut, andererseits brechen jetzt viele Abgründe aus dem Kapitalismus auf, die wir erfahren, ob in der Ernährung oder gesellschaftspolitisch in voller Bandbreite. Ich denke, darum sind Sie alle auch hier. Und warum soll nicht auch ein kapitalistisches Denken bei Kindesabnahmen gegeben sein? Recherchieren Sie selbst, Sie werden selbst zu dieser Erkenntnis kommen, das Internet ist voll. Jegliche Abnahme eines Kindes bringt sofort staatliche Unterstützung an. Es gibt Heime, die finanziert werden. Alles läuft auf Umsätze. Warum, stellen Sie sich einfach nur selbst die Frage, warum soll der Kapitalismus Halt machen? Der Kapitalismus ist in den Köpfen der Menschen, er ist in Ihnen, in Ihren allen Köpfen. Warum soll er auch in betrieblichen Köpfen plötzlich nicht vorhanden sein, rein aus dem Wohle zum Kinde? Auch hier herrscht wirtschaftliches Denken, bis zu einem gewissen Grad muss ein finanzielles Denken da sein. Aber googeln Sie selbst im Internet, überzeugen Sie sich selbst. Ich denke, deswegen sind Sie hier. Die Zukunft sind die Kinder. Deswegen ist das Kind in der Gesellschaft eines der wertvollsten und wunderbarsten Grundelemente. Es ist die Basis jeder Gesellschaft und somit wird es auch angegriffen, das Kind. Für eventuelle Opfer möchte ich noch dazu sagen, dass wir heute gut organisiert sind. Wir kennen unser Gegenüber, wir wissen, wie es läuft. Über vieles darf ich hier nicht sprechen. Das ist mir einfach untersagt, aber es gibt jetzt im Internet einen sehr großen Channel, wo Sie die Möglichkeit haben, also wo Betroffene, auch Jugendliche, die Möglichkeit haben, mit dem Rücken zur Kamera. Sie dürfen nämlich nicht öffentlich sprechen, sonst gehen Sie ins Gefängnis, sonst haben Sie sofort Anklagen, über Ihr Schicksal zu sprechen oder auch über Ihre Gefühle in Ihrem Schicksal zu sprechen. Ich sage es mal ganz einfach, damit es nicht zu lange dauert. Sie brauchen sich nur einfach eine E-Mail-Adresse merken. Das Ganze läuft unter humanesrecht.com und die E-Mail-Adresse ist ganz einfach. Der Menschenfreund, zusammengeschrieben, gmx.at. Dort können Sie hinschreiben und können sich eventuell für ein Interview anmelden, um der Öffentlichkeit, den Menschen da draußen einfach mitzuteilen, was Ihnen bei Gerichten, Jugendämtern, Gutachtern und so weiter widerfährt. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Die Homepage, sage ich nochmal, ist humanesrecht.com. Dort finden Sie alle Informationen. Das ist eine sehr große Datenbank.
Thank you.